Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Sucuk und Champagner Bundle von Summer Jam. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sucuk und Champagner von Summer Jam, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Es ist die Deluxe Edition des Albums mit weiteren Inhalten, die hier so in Folie eingeschweißt wurden. Wir werden mal die Folie aufschneiden und uns das Ganze dann im Detail ansehen. Ist die Frage, wo wir am besten einschneiden. Hier seitlich. Jawohl. So. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einmal eine Bauchtasche, dann haben wir hier so eine Gebetskette, einen Tesbier und natürlich das Album an sich. Jawohl. So sieht das aus. Sucuk und Champagner von Summer Jam. Das Ganze, wie gesagt, aus dem Jahr 2012. Es ist das zweite Soloalbum von Summer Jam. Das ist das Cover der, wir lesen es hier, Baba Edition. Das reguläre Cover war ja natürlich auch nur im regulären Format, also im normalen Jewel Case Format. Und hier haben wir dann so eine Deluxe Edition im Hochformat. Was man jetzt allerdings sagen muss, rein von der Optik hat das Ganze ziemlich gelitten, denn hier und hier sieht man heftige Kratzspuren am Cover. Ich gehe mal stark davon aus, dass die entweder von dem Reißverschluss oder auch hier von dieser Gebetskette kommen. Also das ist ein kleiner Nachteil dieses Bundles hier oder generell wie das eben verpackt wurde. Hier oben lesen wir einmal German Dream präsentiert Summer Jam, Sucuk und Champagner, Baba Edition und dann haben wir unten rechts noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Das Cover, hier haben wir den Interpreten Summer Jam, an seiner rechten Schulter eine knapp bekleidete Dame, die ihm hier gerade Champagner einleert, sieht so aus wie Moët, eine Flasche Moët. Und dann sind hier zwei Gestalten, die hier scheinbar mit ihm Karten spielen, also eventuell ja, Poker oder irgendein ähnliches Kartenspiel. Auf jeden Fall liegt hier noch einiges an Geld. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder in diesem rosenen Schriftzug Summer Jam und zwei CD. Summer Jam, Sucuk und Champagner, zwei CD auch hier zu lesen. Auf der Rückseite haben wir dann dieses ziemlich beleibte Kind, also diesen übergewichtigen jungen Mann hier, mit einer Kette um den Hals, Sonnenbrille, Cap und einem dicken Knutschfleck hier auf der Wange. Und darunter haben wir dann die Tracklist. Baba Edition mit drei Bonustracks plus Instrumental CD lesen wir hier. Die Tracklist setzt sich zusammen aus insgesamt 20 Tracks. Wobei man sagen muss, Track 18, Track 19 und Track 20 sind eben wirklich nur auf dieser Baba Edition. Also regulär endet das Ganze dann hier mit dem Track Nummer 17, Sucuk und Champagner. Track 18, 19 und 20, wie gesagt, die Bonustracks. Ja, wir haben hier jede Menge Features dabei. Und zwar haben wir hier Features von Farid Bang, Echo Fresh, Semine, Massiv, Motrip, nochmal Semine, Defcan und Shan und Nassar und Raf Camora. Also eine sehr illustre Runde hier auf dem Album vertreten. Dann haben wir hier unten die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal ins Innenleben, ins Booklet, wenn es rausgeht. Jawohl. So, das Booklet natürlich im Hochformat gehalten. So, wir haben hier weitere Aufnahmen dieses übergewichtigen Jungens hier. Mit einem goldenen Schnuller um den Hals. Dann haben wir hier die Tracks nochmal einzeln aufgelistet. Also hier die ersten 6 Stück mit der Info natürlich, wer gefeatured wurde, wer das Ganze geschrieben hat, wer produziert hat. Und dann auch noch hier über die Rechteinhaber die Infos. So sieht das aus. Also dieser gute Mann dürfte hier das Booklet im Alleingang bestreiten. Weitere Tracks. Ah nein, hier haben wir dann Summer Jam persönlich noch einmal. Drei Fotos beim Zigarre rauchen. Okay,
hier dann noch die restlichen Tracks. Dann Summer Jam hier das erste Mal mit diesem kleinen Jungen abgebildet. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Jawohl, Baba Edition lesen wir hier. So sieht das aus von hinten. Dann packen wir das Booklet mal wieder zurück. Und dann kommen wir zu den CDs. So, wir haben hier CD Nummer 1. Die ist in diesem Rosa, in diesem Pink gehalten. So sieht das aus. Also rosa, schwarz und so ein hellblau-grau ist das. Jawohl. Auf der Rückseite lässt sich dann die Instrumental-CD finden. Das Ganze kann man dann hier einfach so umblättern. Dann haben wir hier die CD Nummer 2 in schwarz gehalten. So sieht die aus. Instrumental-CD lesen wir hier. Und auf der letzten Seite, auf der Rückseite, haben wir dann hier noch den jungen Mann abgebildet. Jawohl. Gut, so viel zu den CDs zum Album. Dann haben wir mit dabei einen Testbier. Also so eine Halskette, sage ich schon. So eine Gebetskette. Also wenn ich mich nicht täusche, dann trägt man die so um die Hand und dann kann man hier mit Hilfe dieser Perlen entsprechend beten. Das Ganze ist, soweit ich weiß, aus dem Islam. Dann haben wir hier, also es ist so quasi das Gegenstück zum Rosenkranz bei den Christen. Dann haben wir hier noch so eine Metallkette, zwei Stück davon mit nochmal zwei solchen Perlen angehängt. So sieht das dann aus. Also in Braun und Silber gestaltet. Und hier an der Spitze kommt dann noch so ein kleiner Faden zum Vorschein. Also hier zwischen diesem Holzstück und dem Metall wurde das Ganze hier mit einem Faden vernäht. Ja, also der ist dabei. Und dann haben wir als letzten Inhalt des Bundles noch eine Bauchtasche. Die ist in schwarz gehalten. Hier haben wir dann das Summer Jam Scorpion King Logo. So sieht das aus. Also mit diesem Totenkopf und dem Irokesenschnitt plus diesem Schlagring hier unten und diese verworrenen Buchstaben. Hier haben wir dann einmal eine kleine Tasche vorne. Also hier ist Platz für kleinere Gegenstände. Auf der rechten Seite haben wir dann auch nochmal eine kleine Reißverschlusstasche mit ein wenig Stauraum. Auf der linken Seite auch nochmal, so Dreiecksform hat das Ganze, kann man hier auch nochmal was reinpacken. Und auf der Oberseite haben wir dann noch eine große Tasche, also das ist dann die größte, die dann hier auch seitlich noch ums Eck geht. Das bedeutet, hier hat man dann wirklich so den meisten Stauraum und hier kann man auf jeden Fall dann Geldbörse, Handy, was auch immer verstauen. Jawohl, so, dann machen wir die Reißverschlüsse mal wieder zu. Und das Ganze kann man dann entsprechend mit diesem Gurt hier anlegen. Bedeutet, man kann das als Hip-Bag tragen, also so um die Hüfte oder einfach über die Schulter hängen oder um die Brust. Ganz egal, wie man das möchte. Man hat hier dann diese Plastikschnalle, um das Ganze entsprechend festzumachen. Und natürlich dann auch noch hier diesen Plastikteil, um das Ganze in der Größe, in der Länge des Gurtes anzupassen. Jawohl. Also, so viel zu dieser Bauchtasche. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigte Bauchtasche in schwarz hier mit diesem Scorpion King Summer Jam Logo. Dann haben wir diese Gebetskette, den Testbier in braun, so ja, mittel-dunkelbraun ist das. So wie natürlich dem Album an sich, Sucuk und Champagner in der Baba Edition, inklusive drei Bonustracks, also insgesamt 20 Tracks hier mit drauf. Das alles in dieser wunderbaren Bundle Edition, Sucuk und Champagner von Summer Jam. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare
Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Summer Jam unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.